starker Basketballer empfing am 8. Spieltag der 1. Regionalliga West die Telekom Baskets Bonn 2 in der Halle an der Mühlbachstraße. Es war das Aufeinandertreffen des Drittplatzierten gegen den Viertplatzierten. Zu diesem Anlass schickte Coach Raffi Wilder Kevin Kern und Nino Januszek wieder in die Starting Five. Ging gleich gut los für die Knappen. Kevin Kern mit dem Pass raus auf Patrick Carney. Gleich in der ersten Defense setzte Spanier Javi Nazar rein, Ausrufezeichen. Schalke hielt das Tempo hoch. Kevin Kern mit dem Korbleger. Noch einmal der Assist von Kevin Kern auf Patrick Carney. Schalke führte 9:0. Bonn kam nun zu den ersten Punkten durch Robin Lodders im Post. Schalke aber hielt das Tempo hoch. Kevin Kern völlig blank an der Dreierlinie. Und dann Trevin Parks mit Durchsetzungskraft zum 16:4. Das Zusammenspiel passte. Patrick Carney findet Thomas Cevcik in der Ecke. Schalke komplett dominant. Kevin Kern mit dem Steal und auf dem Weg zum Dunking. Bonn hielt aber dagegen durch Jens Schäfermeier von außen. Nach dem ersten Viertel lagen die Königsblauen mit 29:20 gegen Bonn vorne. Zu Beginn des zweiten Abschnitts brachte Valentin Blass die Bonner wieder heran. Und Luca Merz zielt für Magenta weiterhin dagegen. Auf Seiten der Knappen punktete Dennis Kortmann aus der Mitteldistanz. Im Gegenzug brachte Thomas wieder die Bonner auf Schlagdistanz. Bonn blieb treffsicher von außen durch Nico Merz. Aber Schalke hielt nach dem Zuspiel von Kevin Kern auf Nino Januszek dagegen. Wieder ein Dreier der Bonner, hier durch Patrick Reusch. Nino Januszek mit dem Outlet-Pass auf Trevin Parks, der den Dreier versenkt. Nach einem durchwachsenen zweiten Viertel führten die Knappen zur Halbzeit mit 48:42. Dann wurde es aber ganz stark. Nino Januszek verpasst von außen und Javi Nazare mit dem Putback. Schalke im Fastbreak, Patrick Carney auf Nino Januszek. Dieses Mal das Zuspiel von Nazare auf Nino Januszek. Der Schalker Center mit einer richtig guten Leistung und hier mit dem And One. Und dann Kevin Kern auf dem Weg zur Szene des Tages mit dem Reverse Dunk. Der Ball springt aber wieder raus. In der Slow-Mo sehen wir, der Ball lag schon im Netz, aber wird dann wieder herauskatapultiert. Schade. Schalke hatte sich abgesetzt, aber Jens Schäfermeier hielt für Bonn dagegen. Vor dem letzten Viertel führte das Team von Coach Raffi Wilder mit 72:55. Es ging auch gut los im letzten Viertel. Patrick Carney auf Michael Agyapong. Der starke Patrick Carney mit dem Auge und dem Zuspiel auf Jan Letailleur. Dennis Kortmann wieder aus der Mitteldistanz für den S04. Luca Merz noch einmal mit Speed für die Bonner. Patrick Carney auf Thomas Cevcik für 3. Die Erfolgsserie der Schalker Basketballer setzt sich fort. Mit 98:73 schlagen sie die Telekom Baskets Bonn 2 und können sich auf dem dritten Tabellenplatz festsetzen. Die nächste Reise geht zu den Swap Ballers in Büren.